Hi und herzlich willkommen zur vielleicht schönsten Aufgabe, die jemals in einer ZK am Ende der EF gestellt wurde. Und zwar zur Aufgabe 1 aus dem hilfsmittelfreien Prüfungsteil 2018 in NRW. Ich fand die genial. Also die A ist noch relativ einfach und langweilig, aber die B ist super. Und die A ist an sich auch super, weil es sind geschenkte Punkte. Man soll einfach nur zu einer gegebenen Funktion dritten Grades, also zu dieser ganz rationalen Funktion hier, den Wert von der Ableitung f' an der Stelle x gleich 2 berechnen. Und das muss sitzen für die ZK, ne? Thema Ableitung, Steigung kommt immer und eigentlich immer in der ersten Aufgabe. Da muss man sich erstmal aufschreiben, was gegeben ist, nämlich unsere Funktion f von x, ganz rationale Funktion dritten Grades, ne, weil der höchste Exponent, das ist der Grad und der ist hier eindeutig 3. Also eine kubische Funktion, so könnte man das nennen. Und gesucht ist jetzt der Wert der Ableitung, also f' an der Stelle 2, heißt f' von 2. Und da würden wir jetzt erstmal sagen, wir bilden die Ableitung. Wir bilden also f' von x. Und das ist ganz normal Exponentenregel. Ne? Der Exponent kommt nach vorne mit mal, also 3 mal 1/2. Dann wird das hoch 2 genommen, weil es 1 kleiner immer wird, dieser Exponent. Hier haben wir dann plus 2 mal x hoch 1, also plus 2 mal x. Und dann haben wir hier eine unsichtbare 1 davor, die bleibt stehen, weil x beim Ableiten wegfallen. Und die 2, die fällt komplett weg, weil normale Zahlen immer komplett wegfallen. Und damit bleibt hier 3 halbe x hoch 2 plus 2x minus 1 oder mit anderen Worten 1,5x² plus 2x minus 1. Und jetzt können wir die 2 einsetzen. Das heißt, wir machen jetzt f' von 2 und das wäre dann 1,5 mal 2 hoch 2 plus 2 mal 2 minus 1, also 1,5 mal 4 plus 4 minus 1. Und da muss man ein bisschen rechnen. 4 mal 1,5. 2 mal 1,5 ist ja 3. Das heißt, 4 mal 1,5 ist 6. Das dann plus 4 und minus 1 macht 9. Und damit sind wir fertig mit der Aufgabe. Wir sollten f' von 2 berechnen. Und das haben wir hier so eindeutig getan, dass auch kein Antwortsatz mehr nötig ist. Nächste Aufgabe. Und das ist die, die ich meine. Die ist super schön. Finde ich jedenfalls. Also die ist wirklich toll, weil das so schnell gemacht ist, wenn man weiß, was zu tun ist, dass es wirklich ein Geschenk ist an alle die, die sich gut vorbereitet haben. Wenn man nicht weiß, was zu tun ist, ist die unmöglich. Aber ihr werdet sehen. Wir haben zwei Graphen abgebildet, Graph rot und Graph blau. Und wir wissen, einer der beiden Graphen gehört jetzt zu der Funktion f aus Aufgabenteil A. Und es wird dazu gesagt, dass f' von 0 minus 1 ist. Und mit Hilfe von dieser Eigenschaft sollen wir jetzt begründet entscheiden, welcher der beiden Graphen der passende ist für die Funktion f. Und ihr müsst euch immer erinnern, das ist der hilfsmittelfreie Teil, man kann da jetzt nicht irgendwie cheaten, man muss mit dieser einen Eigenschaft, die gegeben ist, f' von 0 irgendwie begründen, welcher der beiden Graphen der passende ist. Und da muss man wissen, wenn f' größer ist als 0, dann wissen wir, die Funktion f steigt. Weil f', die Ableitung, gibt ja die Steigung an und positive Steigung heißt, es geht hoch und genauso heißt negative Steigung, dass unsere Funktion f fällt. Und da, wo die Steigung genau 0 ist, da fällt sie nicht, da steigt sie nicht, da stagniert sie sozusagen für einen Moment. Und das ist immer dann, wenn wir Hochpunkte, Tiefpunkte oder Sattelpunkte haben. Nochmal so zur Verdeutlichung. F' größer 0, Funktion steigt. Das haben wir zum Beispiel, wie wir es gerade ausgerechnet haben, bei 2. Weil f' von 2 war ja 9 und damit deutlich größer als 0. An der Stelle 2 steigt unsere Funktion also. Bringt uns aber nicht viel, weil wir ja hier irgendwie gar nicht sehen, wo die 2 ist auf der x-Achse. Und deswegen ist auch die Info über f' von 0 gegeben, weil ohne Skalierung kann man trotzdem wissen, dass die 0 auf der x-Achse hier ist, wo der Ursprung liegt. Und jetzt überlegt mal,
f' von 0 soll minus 1 sein. Das heißt, dass unsere Funktion bei 0 fällt. Und wenn ihr die beiden Graphen anseht, dann seht ihr eindeutig, dass der rote Graph bei 0 hochsteigt und dass der blaue Graph bei 0 fällt. Also können wir jetzt folgern. Wegen f' von 0 gleich minus 1, also kleiner als 0, muss der Graph bei 0 fallen. Weil aber der rote Graph steigt und nur der blaue Graph fällt, muss es der blaue sein. Und genau so habe ich sie jetzt nochmal aufgeschrieben, weil wir sollten ja begründet entscheiden. Und das heißt, wir müssen da wirklich so ein paar Sätze schreiben, die unsere Begründung eben ganz klar verdeutlichen. Bei Fragen meldet euch jederzeit gerne. Es kommen jetzt noch jede Menge mehr Videos zu ZK. Wenn ihr die anderen sehen wollt, die es schon gibt, schaut mal hier rein. Und wenn ihr Lust habt, mich und meinen Kanal zu supporten, freue ich mich riesig, wenn ihr die Videos weiterempfehlt oder hier oben ein Abo dalasst oder vielleicht sogar beides. Ciao, bis bald. Ihr packt das.